Namco bewirbt sich mit Roland Garros 2005 für den Titel Abzocker des Jahres. Hinter der vermeintlich neuesten Episode der Smash Cut Tennis Sportspielreihe verbirgt sich nämlich im Endeffekt eine nahezu identische Neuauflage des ein Jahr alten Pro Tournament 2. Nur mit weniger Inhalt. Während die oft gescholtenen Jahresupdates von Electronic Arts mindestens kleine Ergänzungen vorweisen, hat Namco wirklich abgespeckt. So fehlt der 60-Hertz-Modus des Vorgängers grundlos, auch die witzige Highlight-Variante des Karrieremodus ging verloren. Zum Hohn wird der namensgebende Arcade-Modus, in dem ihr jetzt nur noch in Paris antretet. Letztes Mal waren alle Grand Slams vertreten. Auch wenn Roland Garros für sich betrachtet ein durchaus gutes Tennisspiel ist, gehört diese Abzocke boykottiert. Kauft lieber günstig den besseren Vorgänger, da habt ihr auch mehr davon.